Nicht so alleine stehen lassen! Nein! Sieht das Ding hier vor uns läuft. Kopf hoch! Ah, und dann da drauf, gleich da drauf, Ali. Ja, so ist gut! So ist das gut! Ja, heute ist erwartet schwere Heimspiel gegen den Tabellenletzten. In der ersten Halbzeit haben wir uns besonders schwer getan, haben in den eigenen Reihen viele Fehlpässe gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen umgestellt, haben das Spiel dann deutlich besser in den Griff bekommen und letztendlich, glaube ich, auch verdient 4-1 gewonnen. Ja, das Gegentor war auch ganz blöd, unser Verschulden. Wir sind in der Vorwärtsbewegung in der ersten Halbzeit und dann lassen wir uns einen Konter einschenken. Ansonsten, glaube ich, haben wir hinten gar nicht zugelassen. Ich glaube, ich habe keine Torchance wirklich gesehen für Bekedorf. In der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Ballbesitz, aber wie schon gesagt, glaube ich, ist das Ergebnis verdient. Und ja, durch das Ergebnis gestern haben wir uns jetzt auf den ersten Tabellenplatz vorgeschoben. Ich hoffe, dass wir das halten können und dass wir jetzt eine Woche einmal spielfrei und dass wir dann nochmal zwei gute Trainingswochen haben und dann unser nächstes Spiel auch wieder erfolgreich bestreiten können. Danke.